Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir haben im letzten Part angefangen, Freya zu helfen und haben dafür ein Team zusammengestellt. Die brauchen jetzt noch einen Kapitän. Und den, oder die eher, möchten wir natürlich auch noch mitgeben. So. Hi Makila. Hi alle zusammen. Na, wie läuft's jetzt so? Ich gehe mal davon aus, dass ihr nur zum Plaudern hier seid. Lasst mich raten, ihr habt Arbeit für mich? Dass ihr nur zum Plaudern hier seid? Nicht nur zum Plaudern heißt das doch, oder nicht? Ihr habt Arbeit für mich? Hui, nach woher soll ich gehen? Na, wenn es weiter geht, immerhin bin ich euch ja noch was schuldig. Ich finde gut, dass die alles so quasi vom Hauptspiel so andeuten, dass alles richtig ist und sowas, auch das jetzt, wo die hinwollen, mit dem Bauch und sowas, aber wenn man jetzt nur... Weil das Spiel hier, die Erweiterung quasi, kann man auch als einzelnes Spiel kaufen, physisch im Laden. Und man hatte irgendwie so keine Verbindung dazu. Auch wenn die jetzt alles so quasi nehmen. Man kann ja auch nicht hin. Das ist ja das Doofe dann eigentlich. Wenn es weiter jetzt ist, immerhin bin ich euch ja noch was schuldig. Na was, der alte Kaus und Aquin stehen auch in eurer Schuld. Ich soll also zuerst nach Letter, um dort ein paar Gestalten aufzusammeln, um sie nach Rea zu schippern? Und wenn sie gefunden haben, wonach auch immer sie suchen, soll ich sie zurück nach Letter bringen? Klingt durchaus machbar. Gib mir ein, zwei Tage Zeit, um Vorbereitungen zu treffen. Wir sehen uns dann in der Letter. Macht's gut, ihr Lieben. Okay, zwei Tage. Das ist ganz schön lange. Wir haben übrigens diese ganzen Höhlen noch gar nicht gefunden. Um diese, Statuen da zu sammeln, die wir am Anfang hier hatten, wo wir da rein mussten. Naja, gut. Naja, gut. Gut. Dann gehen wir wieder nach Aletta zurück. Ups, das war richtig. Aletta. Wie gehen wir da hin? Oder bin ich jetzt falsch? Moment. Ups, nein. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Übernachte in einem Lager oder im Gasthaus. Staffel Oresco, bis das von dir an sein Team zurückkehrt. Gut, dann übernachten wir kurz. Die sind alle soweit fertig, sag ich mal. Wir können Sachen herstellen. Nutzen wir das doch. Galaxie-Talisman. Sehr schön. Du hast alles. Du hast alles. Du hast alles. Ah, dürfen wir nicht. Liebesperle. Wo kriegen wir das denn her? Ah, oh, ist doch mies. Sammelsauger. Hier fehlt uns auch noch was. Geometrikum. Oder sowas. Kirschanhänger. Hier fehlt uns auch ein Geometrikum. Wir sollten mal irgendwie ein paar Sachen sammeln. Aber wo wir den anderen Kram herkriegen, weiß ich wiederum nicht. Gut, damit sind wir durch, ne? Ja. So, dann übernachten wir nochmal. Oh, oh, sehr gut. Das hat sich doch gelohnt. Die können bald, sind auf dem halben Weg schon wieder zum nächsten Level. Schön, schön, schön. So, dann sind wir damit fertig. Und die kleine Freya sollte jetzt auch geheilt werden können. Schätze ich jedenfalls. Schöner Glanz von Mistra. Einklang von Aegean. Gemeinschaftsgefühl aktualisiert. This is becoming addictive. So. Die wollen wir direkt aktivieren? Nein, 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 nein. Ich sollte aufhören, einfach drauf loszudrücken und lieber erst denken. Erst denken, dann drücken. So. Fine. I got
Oh, noch 10. Nur noch 10. Sieg einzigartige Gegner, ja. I cannot disregard my support duties. Hat Ausweichhaltung um 60%. Wenn in Bewegung, ja gut. Das war das mit allen Items. Schön, schön, schön. So, wir sollen da hinten hin. Hi. Mein Bruder sagt immer, dass er mal ein Meister werden will, wenn er erwachsen ist. Ich weiß nicht, was ich mal werden will. Ich habe mit Null darüber gesprochen, er hört immer zu. Er meinte, ich sollte auf böse Leute aufpassen, damit sie nicht noch böser werden. Deshalb habe ich beschlossen, auf Brodgen aufzupassen, damit er nicht mehr heimlich nascht. So böse ist er nun auch nicht, aber okay. Seit ihr uns geholfen habt, stehen die Mäuler nicht mehr still. Alle reden nur noch von euch. Früher dachte ich, am besten helfe ich den Leuten, indem ich zur Armee gehe. Aber jetzt, wo ich euch Meister und Klingen in Aktion gesehen habe, finde ich das doch viel krasser. Ich habe zwar keine Ahnung, ob ich es wirklich drauf habe, ein Meister zu sein. Aber wenn ich jemals einen Kerkelsein in die Hände bekomme, will ich ein Meister wie Prinz Adam werden. Ja, du brauchst auch eine gute Klinge. Oder ihr müsst viel trainieren. Prinz Adam, das Expeditionsteam ist zu weit zurückgekehrt. Unversehrt, wie ich doch hoffe. Jawohl, es scheint allen gut zu gehen. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ehrlich gesagt habe ich nicht mit einer solch frühen Rückkehr gerechnet. Tja, das verteilen Sie einzig und allein Ihrer guten Steuerfrau. Vielen Dank, Makela. Keine Ursache. Wer rastet, der rastet, sage ich immer. Da kam mit dieses kleine Abenteuer gerade recht. Oh, bevor ich es vergesse, unser furchtloser Anführer hat übrigens gefunden, wonach ihr gesucht habt. Der furchtlose Anführer? Der Anführerin? Wir sind wieder da. Ach, ich liebe das Abenteuerlied. Der Titan von Uriah ist ja sowas von wunderschön. Da gab es so viel zu entdecken, dass ich öfter mal allein losgezogen bin. Das hat die anderen wohl leicht genervt. Dafür wart ihr trotzdem ganz schön schnell. Aber egal, denn schließlich bin ich auf einem meiner Streifzüge auch über euren Drachenrauch gestolpert. Ah, das war gut. Ich weiß ja nicht, wie du damit da reingefallen bist, weil das ist eigentlich ein großes Monster, aber passt schon. Der Rest der Truppe sieht wirklich etwas abgespannt aus. Vielen Dank, Lita. Ich habe nachgedacht, Herrin. Alle, die wir hierher bisher auf unserer Reise trafen, haben uns anstandslos geholfen. Ist das nicht wundervoll? Du hast recht. Wow. Das ist wirklich unglaublich. Sowas geht mir immer ins Herz. Da kommen mir glatt die Tränen. Ah, nicht schon wieder. Du hältst immer gleich los. Da magst du recht haben, Miss Ra. Aber dieses Mal scheint es mir gerechtfertigt. All die Leute, die denen wir begegnet sind, sie haben sich gemeinsam für unsere Sache stark gemacht. Ob das an unserem geistigen Ansehen liegt? Gesteigerten Ansehen liegt? Ja, Ansehen ist eben nicht nur Ruhm und Ehre. Es ist auch ein Vorbild für echtes Gemeinschaftsgefühl. Das hast du schön gesagt, Laura. Ich sollte Laura in meinem Tagebuch zitieren. Du musst in letzter Zeit sicher eine Menge zu Papier bringen, Bridget. Das kann man wohl sagen. Aber ich habe nicht über den Krieg und den Tod geschrieben. Viele meiner Einträge waren durchaus positiv. Ich verstehe, was Bridget sagen will. Jeder Tag, der anbricht, ist geprägt von neuen Erfahrungen, neuen Eindrücken. Das klingt schön. Ja, ich schätze, das ist es auch. Dann lasst uns aber den Drachenrauch zu Freya bringen. Die
Kleine und ihre Mutter warten sicher schon auf uns. Du hast recht, wir dürfen keine Zeit verlieren. Auf nach Oresco. Sehr schön, helfen wir der Kleinen. Da. Das müssen wir leider laufen, aber passt schon. Müssen wir uns doch nicht so lange, wie ich eigentlich erwartet hatte. Was eigentlich ganz gut ist. So. Nein, 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 andere Seite. Ich wollte schon wieder fast falsch laufen. Tut es leid, dass es so lange gedauert hat. Dafür haben wir euch aber auch etwas Drachenrauch mitgebracht. Im Ernst? Vielen, vielen Dank. Ja, damit. Ich fange sofort an, die Medizin herzustellen. Weißt du überhaupt? Wer weiß denn überhaupt wie? Sicher doch. Nachdem Marina den Drachenrauch erwähnte, habe ich sofort angefangen, Bücher zu wälzen. Tick und Joey haben mir geholfen, die restlichen Zutaten aufzutreiben. Wir können also direkt loslegen. Worauf wartest du denn noch? Ich fange sofort an. Und fertig. Schön austrinken, Fringer. Das ist hoffentlich nicht wieder so eine Ekelbrühe. Keine Sorge, ich habe diesmal extra viel Zucker hinzugefügt. Nur für dich. Ich und Laura und auch Lauras Freunde. Wir lassen dich nicht im Stich. Also, du trink schon. Na schön. Dann mal runter damit. Hm? Mein Körper fühlt sich plötzlich so leicht an. Träume ich das nur, oder? Markus, dein Bezirk ist der reinste Zaubertrank. Ich fühle mich großartig. Juhu, wir haben es geschafft, Leute. Wahnsinn, ich hätte nicht gedacht, dass die Medizin so schnell wirkt. Yippie. Beim Architekten, Freya, meine kleine Freya. Mama. Schön, dass diese Geschichte doch noch eine gute Wendung genommen hat. Wie fühlst du dich, Freya? Einfach großartig. Endlich kann ich wieder ohne Hilfe stehen. Ich kann sogar rumlaufen. Ja. Meinst du, du schaffst es bis zum Schutzbunker? Hoffentlich hat uns Fred noch ein Plätzchen freigehalten. Klar schaffe ich das. Und sie gehen spielen. Seht euch nur mein kleines Mädchen an. Wie gut es ihr nun wieder geht. Ich hoffe nur, das ist kein Traum. Das habe ich nur euch zu verdanken. Laura und Adam. Und natürlich auch die restlichen Anwesenden. Wie kann ich mich dafür angemessen erkenntlich zeigen? Der Drachenrauch verdankt zu nicht uns allein. Wir waren noch weitere Personen. Es waren noch weitere Personen an dieser Beschaffung beteiligt. Oh, das war Laura. Ups. Ich dachte, es wäre Adam. Ups, ups, ups. Wir haben nicht viel mehr getan, als sie um Hilfe zu bitten. Macht ihr also über eine Belohnung mal keine Gedanken? Das sehe ich genau, ganz genauso. Für uns ist es lang genug, Freya so glücklich zu sehen. Vielen Dank, ihr Lieben. Sieht aus, als wäre unsere Arbeit hier getan. Jin? Falls ihr den heutigen Tag in eurem Tagebuch niederschreibt, dürfte ich den Eintrag dann lesen? Jin schreibt auch ein Tagebuch? Wieso das? Dieser Tag heute war so wundervoll. Ich würde einige Ereignisse gerne noch einmal Revue passieren lassen. Frag doch mal Bridget. Ich fürchte, ich muss die Bitte leider abschlagen. Wieso fragst du nicht Minas, ob der Tagebuch führen mag? Aber ich, nun, wie es der Zufall so will, hatte ich tatsächlich vor, eins zu beginnen. Hoffentlich formulierst du den Teil über mich auch so, dass er in meiner Herrlichkeit gerecht wird. Ah, Mistra. Das war, was war noch gleich deine Rolle bei Drachenraussuche? Bitte?
Okay, da haben wir vielleicht andere besorgt. Aber dafür habe ich mich ständig ins Zeug gelegt. Mächtig ins Zeug gelegt. Welch scharfsinniges Argument. Verzeiht, Prinz Adam. Oh, siehst du das. Ihr habt zwar gesagt, dass ihr keine Belohnung möchtet, aber ich will euch dennoch etwas sehen. Warum waren da gerade Fragezeichen? Wir wussten doch eigentlich im Grunde, wer das ist. Eingelegt Zauber-Jean, okay. Ich hatte sie seien gut für die Gesundheit, deshalb gab ich sie Freya zu essen. Aber nun besteht ja kein Grund mehr. Ich hatte knapp 100 Gläser davon gekauft, deshalb kann ich mich ruhigen Gewissens von ein paar trennen. Wollt ihr der ehrenwerten Frau Aurigo nicht auch welche mitbringen? Das fängt ein Tipp von dir. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, meine Frau wird sich darüber sehr freuen. Du hast eine Frau? Wurde das jemals erwähnt bisher? Deine Frau? Ja, habe ich das nie erwähnt? Nein. Sie ist daheim in der Letter. Und schwanger. Der Geburtstermin steht kurz bevor. Das glaube ich jetzt nicht. Meint ihr das ernst? Ich hatte keine Ahnung, dass... Ihr wusstet das wirklich nicht? Dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Ihr seht also, ich kämpfe ebenso für meine Familie wie auch für Torna. Kannst du mir sagen, wieso? Wenn du bitte die Weltgeschichte reinst und dein Hals riskierst? Du musst zurück nach Aletta. Zurück zu deiner Frau. Schon gut, beruhig dich, Laura. Meine Frau ist in Sicherheit. Immerhin stehen ihr Fess und Mungo zur Seite. So wie die ganze Widerstandsarmee. Kein Grund zur Sorge also. Was sagst du so einfach, aber... Wir können ihr am besten helfen, indem wir Malos endlich das Handwerk legen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Adam hat recht. Mehr können wir wohl nicht tun. Trotzdem. Ja, man sollte auch zu deiner Frau mal gehen. Na schön. Halten wir also Malos auf. Zum Wohle aller, denen wir auf unserer Reise begegnet sind. Tun wir es für die Bevölkerung Tollers. Nein, für ganz erst. Gut gesprochen, aber. Mit dem Beistand unserer Gefährten wird der Sieg schon bald unser sein. Das bin ich mir sicher. Gemeinsam werden wir Malos besiegen. Ja. Hoch angesehen. Und wieder zwei fertig. Sehr schön. Die Mutter. Und Freya selbst. Thank you. So, bleiben nur noch vier. A happy conclusion. Oh, wir können noch mal reden. Hoch angesehen. Für meine Seele, ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde. Es fühlt sich so wie ein Traum an. Von nun an will ich jeden Tag mit meiner Tochter genießen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Früher wollte ich nur, dass Freya wieder gesund wird. Doch nun merke ich, dass ich noch mehr Wünsche habe. Ich will mehr Zeit mit ihr verbringen, die Zeit nachholen, die wir durch ihre Krankheit verloren haben. Aber ist dies nach Tornos Erwachen überhaupt möglich? Wer weiß, wie viel Zeit es noch bleibt. Daher bitte ich euch, Prinzessin, Alondora, euch alle, kämpft für die Zukunft meiner Tochter. Sie ist ganz Torna. Das ist ja ganz toll, dass die Mühle nachhalten. Ja, wir geben unser Bestes. Hallo, schön euch zu sehen. Vielen Dank für die Medizin. Ich kann jetzt laufen und rennen. Und ich habe keine Schmerzen in der Brust mehr. Ein tolles Gefühl. Ich habe Joey und Markus versprochen, mit ihnen die Stadt zu erkunden, sobald es sicher ist. Weil ich so krank war, habe ich nicht viel mehr als mein Haus gesehen. Ich will mehr von Torna sehen. Ihr alle habt mir geholfen. Hat mir Hoffnung gegeben. Ich könnte bestimmt auch dem Rest von Torna etwas Hoffnung geben. Versprecht mir, dass ihr gewinnt. Bitte, bitte. Wie gesagt, wir geben unser Bestes. Versprechen kann ich leider nichts. So. Mann, das ist dann doch ein bisschen krass. Haben wir jetzt eigentlich noch irgendwie eine Aufgabe, die wir machen können?
Tatsächlich nicht. Die letzten dürfen wir noch nicht machen. Nötig für nächste Stufe 9. Aha. Okay. Keine Aufgaben für uns. Das heißt, wir machen jetzt Schluss. Ja. Aber wir haben kompletten Fokus nur auf die Hauptstory. Die nächsten Parts, schätze ich. Je nachdem, was da jetzt alles kommt. Und ja, ich bin mega gespannt, was uns erwarten wird. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.